Da stehen sie ja schon, die Nächsten, die auf uns warten. Willkommen zurück zu World of Warcraft, Leute. Hauptmann der Schildwache, Gillingen, ne? Die letzte Ruhe. Berg die Schildwachen, Gleven, Alexia. Jede Gleve lässt sich einer Schildwache zuordnen. Dank Alexia, auf jeder der Gleven ist der Name ihrer Besitzerin eingestanzt. Jetzt können wir ihre Familien benachrichtigen und ihre Seelen Frieden geben. Der Tod des Boten Aflas hat leider nicht zu einem Ende der Rankenangriffe geführt. Ihr habt getan, was ihr konntet, Alexia. Danke. Dafür danke ich euch. Vorsichtig. Ja, dann Pech. Entschuldigung, hat leider nicht geklappt mit euren Ranken. Habt ihr mein Zeichenbuch gefunden? Ja, haben wir. Ihr habt es gefunden. Möge Elun euch segnen, Kind. Vielleicht verleiht mir dieses Buch die Kraft, weiterzumachen. Aschafela. So. Was haben wir denn als nächste Quest? Die Quest. Darf ich nicht vergessen. Die Quest wartet auf uns, und zwar Taldaras Rache. Und tötet 20 Soldaten der Horde und zerstört 3 Verwüster von Kromgar im Kriegsnamental. Jawohl. Ich möchte einfach wenigstens schon mal in das Gebiet hinkommen. Wusste aber, genau, ich wusste zuletzt nicht, wie ich da runterkomme, ne? Weil da hinten, oder? Da hinten ging es doch nicht runter. Oder wie war das? Oder doch? Oder nicht? Wir holen mal unseren Gedankenwurm. Wurmli. Geht's da runter? Da geht's runter. Da geht der Weg hinab. Auf dem Gedankenwurm kann man kotzen, weil der geht so schnell rauf und runter. Der Gedankenwurm ist dein Freund. So, ich gehe mal hier ein bisschen mehr runter. Egal. So, soll er doch ein bisschen mal leiden, der Wurm. Die sollen wir hier bestimmt fertig machen. Ja, eins von 20. Das dauert. Da machen wir einen Cut. Also Leute, bis gleich. Dann sind die 20 Deppen hier tot. Mit so einem Fahrgerät geht das doch bestimmt schnell mit den 20. Oder wir probieren das mal aus. So, einfach mal hier so ein bisschen rein dingsen. Oder? Geht das? Oder geht das nicht? Wir machen mal hier so ein... So, soll ich die jetzt alle einzeln abschießen? Okay. Ja, aber muss man schon ein bisschen gucken, ne? Kann ich die auch einfach überfahren? Scheiße, okay. Ja, okay. Dann mache ich hier denen hier so eine Schere. Hier kommt die Schere. Tschö, tschö, tschö. Ja, das ist irgendwie nicht so vorteilhaft. Ach, das so. So geht's auch. Bin hier echt, also ich bin nicht so der Maschinenmensch, ne? Irgendwie, wenn ich das so selber mache, geht's schneller. Ja, es funktioniert super. Stirb doch mal. Guck mal, wenn ich dich hier so anvisiere. Ach so, das geht dann schon. Und da hinten ihr? Nö. Da stehe ich zu schlecht. Dann mal du. Komm, geh drauf. Ich denke mal, ich treffe dann nicht, wenn die daneben gehen. Aber Hauptsache, sie sind anvisiert, glaube ich. Ja, mach einfach drauf. So schlecht. Hallo. Ja, das kann... Da habe ich keinen Bock drauf, ne? Ganz ehrlich, da mache ich das lieber selber. Hier, komm. Zack, zack. Besseres Zielen. Lieber alles selber machen. 19 von 20, bitteschön. 20 von 20, jetzt haben wir es. Was soll ich jetzt machen? Jetzt sollen wir diese Dinger da kaputt machen. 1 von 3. Da kommen sie schon. Das lassen sie sich nicht gefallen. Ja, komm, mach den mal fertig hier so nebenbei. Da hinten ist noch so ein Gerät. Darf's gerne draufgehen. Dürft alle gerne draufgehen. So, wie viele soll ich? 3. Da hinten. Der ist ja schon hier halb zerstört. 3 von 3. So, jetzt geht's wieder Abimashi zurück. Sehen wir uns gleich wieder. Wir kommen im Weitblicktal, wo wir den... Ja, das Weitblicktal bei Hierophant Malek das abgeben können. Immer wieder habe ich versucht, Salisbury zu erklären, dass ich über keinerlei Möglichkeit verfüge, ihn in einen Worgen zu verwandeln. Er hört einfach nicht zu. Stattdessen ist er überzeugt, dass ich ihn in das Geheimnis einweihe, wenn er mein Vertrauen gewinnt. Hilfe für
Desolace. Ihr habt eine verstörende Nachricht aus Nilspitze in Desolace oder Desolate erhalten. Der große Umbruch hat anscheinend neue Probleme mit sich gebracht, auf die sie nicht vorbereitet waren. Mehr weiß ich nicht. Meldet euch bei Offizierin Janky in Desolace. Sie wird euch den Weg nach Nilspitze, Nigelspitze weisen. Viel Glück, Alexiel. Ja. Möge das Licht. Wir haben die Explosion der Bombe beobachtet. Was für eine furchtbare Zerstörung. Das Weitblicktal ist unversehrt. Was immer das auch nutzen mag. Allerdings wissen wir nicht, wohin wir fliehen sollen. Man hat mir erzählt, dass das verbrannte Tal vor dem großen Umbruch eine Mulde war, ohne Zugang zum Meer. Doch wenn man nur nach Süden blickt, wird deutlich, dass das verbrannte Tal längst kein Tal mehr ist, sondern ein Gebiet mit großer vulkanischer Aktivität. Salisbury hat ein Gerät konstruiert, mit dem wir den Vulkan erklimmen können. Benutzt es, um zum Gipfel zu gelangen. Findet heraus, was dort vorgeht. Ich werde mit dem Gnomen-Corder-Gerät, das Salisbury mit freundlicher Weise geschenkt hat, in Kontakt bleiben. Passt auf. Es ist mir eine Ehre. Hallo Salisbury, der Helfer. Guten Tag, Bürger. Ich möchte mich euch vorstellen. Ich bin Salisbury. Welterste Gnomen-Gen. Malik hat mir versichert, dass er mir nach Beendigung meiner Arbeit das Geschenk des Morgen machen wird. So dass wir uns jetzt kennen, möchte ich eine Bitte äußern. Südlich von hier im verbrannten Tal treiben neu erschaffene Feuerelementarier Unwesen. Ich brauche dringend ein seltenes, flammendes Herz, das Feuers von einem der Unholde. Beschafft es für mich, dann komme ich in dem Leben ein Gnomen gehen einen Schritt näher. Alles Klärchen. Ach, der ist doch süß, ne? Hier so mit seinem kleinen schwarzen Anzug. Der Salisbury. Hundemeister Jonathan. Ach, ein Neuankömmling. Gut, dass ihr hier seid, Schwester. Die Welpen sind hungrig, aber uns ist die Nahrung ausgegangen. Zum Glück lieben sie Drachenfleisch, was es in rauen Mengen im verbrannten Teil südlich von ihr gibt. Seid ein gutes Mädchen, besorgt mir ein paar Pfund Schwarzdrachenwelpenfilet. Schwarzdrachenwelpenfilet. Nom, nom, nom. Und er hier mit seinen Boxerhunden. Vera und Iolo. Okay. Dann dürfen wir uns ja wieder auf die Socken machen. Oh, ein Rabe. Ein Rabe. Den werden wir uns als Begleiter holen. Ja, ja, das machen wir. Das machen wir. Ich möchte einen Raben haben. Ich mag die gerne. Komm her. Komm her jetzt. Ich will dich haben, Rabe. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe doch Platz oder nicht? Ungültiges Ziel. Aber dich kann man als Begleiter. Ich weiß das. Ich hab mit jemandem... Ja. Rabe. Scheiße. Warum nicht? Dann eben du. Ungültiges Ziel, ungültiges... Nee, wieso denn? Da unten ist erstmal jetzt ein neuer Flugpunkt. Ziora. Hallo. Wo sind wir jetzt mal wieder? Noch ein Stück weiter. Weitblicktal, Steinkrankengebilde. Ja. Lebt wo? Alles klar. Alles Klärchen. Och, Manno. Das ist kein ungültiges Ziel. Die kann man. Warum geht das nicht? Ich will den haben. Was für... So, die hatten... Wir haben doch Platz, oder nicht? Freier Stallplatz. YOLO! Seid vorsichtig. Ich möchte meinen Raben haben. Weil das nämlich cool ist. Weil das nämlich... Und warum geht das bei dem anderen und nicht bei ihr? Ist das, weil sie irgendwie eine Nachtelfe ist und das andere ist eine Blutelfe? Das ist doch quatschig, oder? Oder es liegt daran, dass ich hier diesen Scheiß aufhab? Ich weiß, ich mach das erstmal. Wir ziehen mal erstmal los. Ja, wo ist eigentlich hier der Weg? Hallo? Ach, diese melancholische Musik. Vielleicht einmal angreifen? Komm mal. Nee, das ist kein guter Plan. Das hat schon mal nicht so gut geklappt. Mucki, komm! Oh Gott, dieses Ziel. Hier sind so viele Raben! Warum? Hier, da kann doch mal YOLO einer mit. Och Mann, ich könnte mich schon hören, ne? Es bringt nichts. Ich rege mich nur auf. Wo kann ich hingehen? Wo ist der Weg? Muss ich hier einfach raus und dann rum? Oder wie läuft das hier so? Was ist da so zwischen? Kann ich da einfach so runter? Komm, dann gehen wir hier runter. Oh. Entdeckt das verbrannte Tal. Was ist denn mit meinem Gedankenwurm los? Oh Gott. Geht's? Oh Gott, der stirbt hier gleich. Macht aber nichts. Eigentlich sterben wir eher gleich. Ja, dann Balthasar. Kommst du bitte. So, können wir hier mal ein bisschen irgendwie verbandsmäßig was machen, damit wir hier nicht ganz so am Abkacken sind?
Naja, du heilst so nebenbei, ne? Truller. Hauptsache, wir kommen in das Gebiet. Uns groß passieren tut ja meistens sowieso hier immer nichts. So, die knüpfen uns mal hier nepterweise vor. Die kleinen. Was sind das für welche? Schwarzer Großdrachenwelpe. Okay. Ja, die hatten aber irgendwie noch nicht das, was wir wollten. Mhm. Können wir hier, ja, hallo. Ach so, der hat das jetzt. Schwarzdrachenwelpenfilet. Nom, nom, nom. Und die sollen wir doch auch, oder nicht? Diese komischen Flammendinger. Nee, der hatte das noch nicht. So, wunderbar. Zwei von irgendwas. Hast du jetzt was bei dir? Huch. Kleines Vieh. Wie sind die auch süß, ne? Denken die von uns wahrscheinlich nicht. Komm mal, da. Was mache ich jetzt hier mit meinem flammenden Herz? Hier ist wieder so ein Filet. Komm mal runter da oben. Ja, ja, komm mal runter. So. Haben wir dich da oben runtergeholt. Du Mutterdrache. Haben wir hier die Kleinen mal langsam durch? Dass wir uns um den anderen Quest auch kümmern können? Mhm. Wir können einen Quest hier beenden. Das ist gut. 6 von 6. Oh, wunderbar. Der Gnomcoder knistert vor Ärgern. Seid ihr da, Lexi? Anscheinend seid ihr mitten in einen Drachenhort geraten, jo. Der Gnomcoder summt. Seid vorsichtig, Alexiel. Weckt bloß nicht den schwarzen Drachen auf. Seht euch um, wenn dies ein Nest ist. Dann solltet es in der Nähe... Ach, er redet ja hier, ne? Er redet ja gar nicht so wie der... wie der Gnome, so eine kleine Quarkstimme. Seht euch um, wenn dies ein Nest ist. Dann sollte es in der Nähe schwarze Dracheneier geben. Sucht das Gebiet nach Eiern und zerstört alle, die ihr seht. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr Seldares Eier gefunden und zerstört habt. Möge Goldrin über euch wachen. Und wenn ihr es nicht schafft, dann... Was uns eine Ehre. So, zerstört. Ah ja, Zerstörerin. Können wir die eigentlich so mal? Guck mal hier, können wir so dahin. Aha. Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, können wir da irgendwie... Ich muss näher ran. So mit... Aber tut uns das nicht, dass wir hier so... Ja, es tut uns doch voll weh, dass wir so weit... Außer Reichweite. Dass wir da so weit fallen. Ist irgendwie gar nicht cool. Und dass wir hier in diesen Flammen stehen, ist bestimmt auch nicht so toll für uns. Ich möchte irgendwie ungern hier weiter auf der Lava rumtänzeln. So, hier ist wieder einer. Oder ein Ei. Ach so, haben wir schon... Alles schon erledigt. Huch, alles schon erledigt. So, was flammendes Herz. Jetzt, aber. Wie denn? Beschafft ein flammendes Herz des Feuers. Südlich von mir brauchen ein neues Feuerelementar. Ihr braucht dringend ein seltsames flammendes Feuers von einem der Unholder. Also diese Flammenviecher. Ja, ich hatte gehofft, dass die das schon haben. Ich sehe hier überall nur diese kleinen Drachis. Hm. Sind sie auf jeden Fall nicht. Da hinten ist wieder einer. Ja. Tschüssikowski. Du, bleib mal da. Oder du. Wenn du es nicht hast, dann du vielleicht. Du auch nicht. Toll. Da ist wieder einer. Der hat's. Ja, das ist ja ganz klasse hier. Und eine Menge Müll schon wieder, den wir mit uns rumtragen. Aber gut. Was ist hier? Ach, hier, Bergbau. Das ist zu weit entfernt. Bergbau, Leute. Machen wir. Kotok, kotok. Ja, schon wieder hier. Fast 4 bis 5 Quests geschafft. Ich mache einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder zum Abgeben. Wieder zurück. Können wir unsere Quests abgeben.
Und ich muss mal aufräumen hier. Hätte ich mal vormachen sollen. Hier ist er wieder, der Malik. Was kann ich für ein durchschlagender Erfolg. Es ist vielleicht nur ein kleiner Sieg über die Brut von Todesschwinger, aber wenigstens ein Sieg. Lang lebe. Jawohl. Und schon die nächste Stufe wieder erreicht. 37. Wir kommen gut voran. Hi, wie geht's? Habt ihr das flammende Herz des Feuers bekommen? Hervorragend, damit kann ich meine letzte Aufgabe beenden und hoffentlich die Wolfsform bekommen. Salisbury heult. In fort. Ja, 250 Quests abgeschlossen. Erfolg errungen. Her mit dem Raben. Oh mein, das könnt ihr noch nicht. Warum kann ich das nicht? So ein Unsinn. Und ich will diese dummen Dinger gar nicht mehr drauf haben. Irgendwie voll komisch. Wieso kann ich das nicht? Das könnt ihr noch nicht. Na dann. Bald euch, Alexil, die Welpen sind hungrig, habe ich. Hervorragend, die Hunde werden gut zu fressen bekommen und unseren Außenposten wochenlang verteidigen. Na dann, guten Appetit, ne? Mhm. So, ich wollte meinen Begleiter freigeben, weil dann geht das ja auch vielleicht nochmal mit dem Versuch mit den Rahmen. Ungültiges Ziel. Schade, ich verstehe es irgendwie nicht. Zu lange waren wir von Mauern umgeben. Immer wieder habe ich versucht, Salisbury zu erklären, dass ich über den Kalender für ihn in einen Worgen zu verwandeln. So. Es würde uns ja, nicht gefallen. Ach, der süße kleine Spatz. Na gut. Was ist mit meinem Flammenwerfergedöns? Können wir das mal hier Raketenpack aktiviert? Hm. Der Gnomcorder ist ja normal, aber das Raketenzeug? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Mhm. Ja, ich gehe hier nur mal rein und guck mal ein bisschen mich so um. Was steht denn als nächstes an? Wir haben ja auch noch Quests hier woanders. Vielleicht sollten wir mal zum Flugpunkt hier zurück. Sagt ihnen, Coco schickt euch. Meldet euch bei Truppenkommandant Valin an Basislager der Nordwacht-Expedition im Steinkrangebirge. Vielleicht sollten wir da mal wieder hin. Oder erstmal hier zurück. Aber dann würde ich sagen, erstmal dahin, dann da wieder zurück und dann da runter. Das heißt, wir müssen erstmal zum Flugmeister. Und dann flattern wir dahin. Weil da so. Hier ist nichts mit Raben fangen. Irgendwie. Ich nur, ja. So, wo geht's denn hin jetzt? Wie heißt das jetzt? Ich will ein Steinkrallengebirge. Oder wie heißt der Flugpunkt noch gleich? Steinkrallengebirge, ja. Wie darf ich helfen? Eine Scherwindfestung, eine Steinkrallengebirge, ist ja alles irgendwie. Hä, welches ist es denn jetzt? Die Göttin schütze euch. Basislager der Nordwacht-Expedition, da waren wir noch gar nicht, oder? Ich glaube, da waren wir noch gar nicht, den haben wir noch gar nicht. Wir haben hier diese Scherwindfestengeschichte, Mikrofallenposten, genau. Scherwindfeste und noch ein weiter rechts. Was soll das sein? Hierher? Das, nee. Da müssen wir überhaupt Leg noch wohl. Hin. Da waren wir noch gar nicht. Ich mach mal einen Cut und wir sehen uns gleich zum nächsten, ja, beim nächsten Ort, wo der nächste Quest abgegeben werden kann. Irgendwie muss ich sowieso ja erstmal den Weg dahin finden. Also bis gleich, Leute. So, zurück geht es hier weiter im Desolais. Wir sind hier in einem neuen Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Unsere Karte erweitert sich. Wir kommen jetzt hier vom Steinkrallengebirge langsam, ja, ins südliche Gebiet. Hier gibt es auch schon die nächsten Flugpunkte und so weiter. Also ganz neue Entdeckungen, die wir hier machen werden. Aber zuerst mal müssen wir den Quest abgeben. Hilfe für Desolais. Meldet euch bei Offizierin Janky in Tedris Aran in Desolais. Grüße. So nenne ich es jedenfalls. Halt, Fremder. Schönen Tag auch. Wie klein die Menschen immer sind gegen die Nachtelfen. Das ist schon krass. Ja, ist schon ein großer Größenunterschied. Halt, im Namen der Wache der Nigel-Spitze. Ihr habt Befehl dafür zu sorgen, dass alle tauglichen Verbündeten sich bei Corporal Malkins bildet. Ich bin nicht befugt, weitere Informationen zu geben. Ich kann allerdings Transport anbieten. Ihr dürft mein Reittier benutzen. Es wird euch direkt dort absetzen. Wegtreten. Lebt wohl. Okay, gut. Dann machen wir das mal. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wo uns das Ganze hier hinbringt. Wenn wir schon mal fliegen können, dann machen wir das auch. Ist doch schön. Zack, sind wir auch schon da. Das ging ja schnell. Ach, ein neuer Flugpunkt. Sehr schön. Ich bin geehrt. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir da, wo ich eigentlich hin wollte? Nein, wir sind bei der Nigel-Spitze. Desolais.
Okay. Mögen euch die Sterne leiten. Sehr schön. Ich war hier auch noch nie. Ich bin sehr gespannt, was hier auf mich warten wird. Cool. Sieht gut aus. Wir müssen aber eh nochmal zurück. Wir müssen ja nochmal eine ganz andere Gegend und Quest abgeben. Naja. Aber jetzt sind wir gerade erstmal hier. Ist ja auch schön. So, Leute. Wo seid ihr? Was ist da? Neues? Eine Hornkröte. Ach, wie schön. Da weiß ich ja, was ich als nächstes an Petkampf mache. Corporal Malkins. Willkommen auf der Nigelspitze, Nachtelf. Also dann wollen wir euch mal über unsere Situation hier aufklären. Pentigeist bringt die neue Nachtelf auf Zack, ja? Okay. Dann bist du ja wohl hier der Pentigeist. Was kann ich für euch tun? Ja, ja, willkommen in Desolace, Nachtelfe. Tut mir leid, dass wir so darauf bestehen mussten, aber wir sind nur ein kleiner Außenposten. Und es gibt große Probleme in dieser Region. Die meisten davon sind ziemlich dringend. So wie immer halt. Unterm Strich heißt das, wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. So wie immer halt. Zunächst einmal ist unser Freund Valariel da drüben ziemlich nervös geworden und besteht darauf, dass wir ein Aufgebot zu den Ruinen im Osten einsenden. Warum geht ihr nicht und stellt euch vor? Mache ich. Seid vorsichtig. Ich stelle mich gerne vor. Hier, ich bin die Neue. Ishnodaldir, yo. Ist mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen, Jägerin. Einfach unerträglich. Ausgerechnet Saturn entweihen unser geheiligtes Land. Ihre Tage sind gezählt, Nachtelfe. Das lasst euch gesagt sein. Sobald wir wissen, wie viele es sind, werde ich ein Kommando anführen, welches das Land von diesen niederträchtigen Kreaturen befreit. Reist von hier nach Osten zu Sargeron und durchsucht die Ruinen, findet die Relikte von Elun und versichert euch, dass sie in gutem Zustand sind. Ich werde euch für diesen Dienst großzügig belohnen. Tildjadis Dings. Ciao. Okay, schön. Wir gehen wieder oder was jetzt so der Plan? Wo muss ich jetzt hin? Okay, ich soll hier, ja, aber mache ich das dann hier richtig, dass ich da lang... Ja, ich, ja. Hoffentlich. Holen wir mal unseren Gedankenwurm. Meinen Gedanken wurme ich vor mich hin und breche, weil es auf und ab geht. Desolis. Ja, sehr öde hier. Wirbelzerfetzer. Sargeron. Entdeckt, was haben wir hier noch? Eine Wüstenspinne. Na. Ganz viele Gegner hier um uns herum. Da muss man aufpassen. Oder auch nicht. Eluns Dienst meint. Eluns Kohlenbecken besichtigt. Na. Warten ja wieder Aufgaben auf uns. Irgendjemand verfolgt uns hier auch. Ist mir egal. Wo ist das erste Gebiet, wo ich hin soll? So, wir gehen, steigen erstmal von unseren Gedanken, wurmen die ab. Vor denen habe ich keine Angst. Vor denen habe ich auch keine Angst. Du Pinky, du. Mia. Wo genau? Wie genau? Wie wo? Wo muss ich hin? Ist doch hier irgendwo. Ist das der Typ da oben? Hallo. Komm mal runter da. Sonst komm ich rum. Wir sollen uns doch begrüßen. Ach, da ist der Kelch gefallen. Hier rum, ne? Hier rum, larum, Löffelstiel. Ja? Ich bin doch schon nah genug dran, oder? Oh. Okay, da ist er. Ja, komm. Hopsi, Mopsi und dann aber... Hier, was ist hier Schönes? Eluns Kelch. Nicht, was ein paar Melonen nicht richten können. Ernsthaft, Melonen? Die Markierungen auf den Ruinen hier machen eine Sache deutlich. Mit dem uralten Brunnen im Heiligtum von Elun scheint es etwas Besonderes auf sich zu haben. Es scheint, dass er demjenigen besondere Kräfte verleiht, der sein Gesicht in seinem Wasser wischt. Als erstes muss es im uralten Brunnen natürlich etwas geben, mit dem man sich waschen kann. Während ihr über dieses Problem nachdenkt, bemerkt ihr eine Melone an den Wurzeln eines Baumes. Sammelt 8 Melonenfrüchte. Ja, okay. Wie magisch. Melonen. Bei Elun. Wir sollen Melonen sammeln. Ja, na gut. Wie ihr meint. Wie mache ich das? Wo sind die Melonen? Wir erfahren es im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Dann geht es weiter hier mit dem Rest und unserem Melonenspaß, Leute. Bis dann.